Ja, meine Lieben, dann rund um Temptation Island kocht die Suppe auch hoch. Deshalb gibt es hier natürlich auch das große Update und es gibt schockierende News zu Nico Legert und Co. Was soll man sagen? Temptation Island beschäftigt uns Reactor. Wir haben auch gestern echt in Frankfurt relativ lange drüber gesprochen. Und es gibt so ein paar Dinge, die schon richtig heftig sind. Denn wir erinnern uns an die Szene, als Nico zurück in die Villa kommt und so Siria sagt, jetzt dürfen wir. Und Kussi, Kussi, Bussi, Bussi. Und danach soll aber nichts mehr gelaufen sein. Ja, das heißt, sie war auch nur Mittel zum Zweck und jetzt macht sie OnlyFans. Das bedeutet, dass Nico Legert sie sozusagen aufgrund seiner Empathielosigkeit oder seines Nicht-Verliebtseins sozusagen zu OnlyFans getrieben hat. Das wird zumindest hier gemunkelt im Internet. Was meint ihr denn dazu? Schreibt das mal in die Kommentare bitte rein. Lasst ein Like da und gleich ein Abo mit Glocke, dann verpasst ihr hier nämlich gar nichts mehr an Trash und Co. Und vor allen Dingen möchten wir uns mal die Story jetzt mal von Adrian anhören. Adrian, ja bitte, Adrian, der hat mich so hart getriggert in den ersten Folgen. Wir erinnern uns an die Szene und da muss ich immer dran denken, als er in Badehose lag und hier mehrere Hände drunter an den Oberschenkeln entlang gegangen sind. Ja, da schauen wir jetzt mal rein, was Adrian zu der Lügert-Story sagt. Ich finde das an Respektlosigkeit und an Dreistigkeit nicht. Also er findet das an Respektlosigkeit und Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ich finde das an Respektlosigkeit und an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Und meiner Meinung nach zeigt das nochmal, wie viel der Partner einem wert war, nämlich gar nichts. Okay, aber das hast du uns ja auch gezeigt, mein Lieber, ja? Also da muss ich ja jetzt auch mal kurz einhaken und sagen, naja, also deine Bilder haben mich mehr getriggert in den ersten Folgen als das, was Nico abgezogen hat. Ja, falsch ist immer schwer zu sagen, ne? Also es wurde ja nicht alles gezeigt, aber von dem, was gezeigt worden ist, hätte man auf jeden Fall einiges anders machen können, sage ich, oder besser machen können. Also die sind natürlich sauer, dass es sich ihnen nicht offenbart hat. Aber letzten Endes hat sich ja auch Siria erst am vorletzten Tag oder so das Herz ausgeschüttet bei einer anderen Verführerin. Und ja, die sind maßlos getriggert davon. Dabei muss ich sagen, lenkt es ja nur vom eigenen Verhalten ab. Ich glaube, für ihn ist es wirklich so eine Rechtfertigung, was er gemacht hat, weil es war halt dann doch nicht ganz so schlimm wie das, was Nico gemacht hat, lenkt aber sehr gut von sich ab und naja. Nee, nicht so richtig, ne? Also bei manchen Sachen natürlich war mir bewusst, dass ich mache, aber nicht bei allen. Das hätte ich jetzt aber auch so gesagt, das hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut, dass er da tatsächlich drüber nachdenken kann, was er macht. Aber ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man es nochmal live sieht, dass man sich dann selber reflektiert und dann ist für mich diese Meinung entscheidend, die man dann letztendlich hat über die. Dann ist diese Meinung, die man dann letzten Endes. Also, was für eine hohle Scheiße da teilweise rauskommt. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber ich sag einfach mal Dankeschön. Ein neuer Adrian kam zum Vorschein, ja, nur weil er nicht 20 Frauen hat sich in die Unterhose fassen lassen. Also, okay. Ja, die intellektuellen Gespräche müssen ja aufrechterhalten werden, ne? Deswegen auch mit Louis, auf jeden Fall. Welche intellektuellen Gespräche traut ihr Adrian zu? Auch das würde ich gerne von euch in den Kommentaren bitte lesen. Ja, einige Sachen habe ich falsch gemacht, ne? Viele hätte ich besser machen können, aber zu einigen stehe ich auch auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass er wohl mit Justina zusammen sein soll. Da wurde ja jetzt mehrfach was geleakt. Also ich finde, mit der Zeit hat man auf jeden Fall gemerkt, was er da für ein Spiel spielt. Auch immer, dass er mich maßregeln wollte, als ich zum Beispiel mit Justina war, ne? Aber nicht dieses auf korrekte Basis, Bruder, denk an deine Freundin, sondern, Digga, ich brauche mehr Sendezeit. So, lass das mal bitte so. Ich muss mehr auffallen. So, ich finde, das sind so einige Indizien so, die darauf hindeuten, so dass vielleicht man selber Dreck am Stecken hat. Wisst ihr, wie ich meine?
Das ist schon richtig, aber das hätte dir ja vielleicht auch mal früher auffallen können und du hättest es ja vielleicht auch mal in einem Interview, in einem O-Ton sagen können, lieber Adrian, dass dir das Ganze etwas spanisch vorkommt oder etwas, wo es gedreht in Portugal, portugiesisch vorkommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, er nimmt es wirklich so als Rechtfertigung für sein schäbiges Verhalten, denn das war auch nicht wirklich besser. Und hier geht es ganz viel um Ablenkung von der eigenen Person. Das ist zumindest so mein Eindruck, aber wir schauen mal weiter. Also ich denke mal, ihr Verhalten kann man auf jeden Fall nicht gut reden, ne? Genauso wie meins, aber ich meine, ihr seht es ja selber. Was soll ich da jetzt Positives drüber sagen, ne? Fällt mir jetzt nichts zu ein. Da fällt mir ja nichts zu ein, dass ich was Positives über meine Ex sagen kann, weil die ist ja richtig schäbig, ja? Also, hey, mein Lieber, ganz ehrlich, versagt würde ich mal sagen. Wirklich versagt, so auf ganzer Linie. Und ich glaube eben schon auch, dass du ja, sie so ein bisschen getriezt hast. Das glaube ich eben schon im Ganzen. Ja, Leute, übertreibt es nicht. Also Waisenkind war ich jetzt nicht. Ne? Ich habe auf jeden Fall auch Dinger gebracht, die gingen gar nicht. Aber ohne Witz, ich finde einfach, wie soll man den Typen denn auch toppen so? Das geht ja gar nicht so. Also gegen den ist man ja ein Waisenkind so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auf einer Seite schon richtig. Ja gut, er lenkt ja mal ein, dass er auch das eine oder andere falsch gemacht hat, okay. Ja, Leute, natürlich war mein Verhalten schockierend, ne? Gerade für den anderen Partner in der Villa. Aber am Ende des Tages hat man seinen eigenen Kopf. Und ich finde, solange man in der Beziehung keinen Schlussstrich zieht, sollte man sowas nicht als Ausrede benutzen. Ja, ob die Justina wiederkommt, ich glaube, die Frage stellen sich einige, ne? Ich gebe euch einen Tipp. Schaltet einfach die nächsten Folgen ein und dann wisst ihr es. Okay. Wir wissen es ja jetzt schon, dass da ein bisschen mehr läuft. Dafür wurdet ihr viel zu oft in der Öffentlichkeit gesehen. Das ist natürlich auch schwierig, das fast ein Jahr lang geheim zu halten. Aber wir haben noch ein bisschen mehr hier in dem Video über diese ganze Thematik und diese wirren Statements und Beziehungskonstellationen. Also schauen wir weiter. Sarah, die Ex jetzt von Nico Legert, ist natürlich in einem ordentlichen Gefühlschaos drin, da er sich ja zum einen sehr unverschämt geäußert hat und sie beschreibt hier ein bisschen ihr Gefühlschaos, das nämlich da ist, denn sie sagte bei Instagram jetzt, dass die Gefühle immer wieder aufkochen, von Woche zu Woche hätte sich das gesteigert, das wäre alles wieder sehr präsent. Jetzt steht für mich das Wiedersehen an und damit bin ich erleichtert, alles gesehen zu haben und kann dann hoffentlich abschließen. Und jetzt kommt der Knaller. Es soll wohl aus Freundeskreisen von diesen beiden gesagt worden sein, dass die Beziehung ohnehin kurz vor dem Ende stand und sie beide Temptation Island nutzen wollten, um ja beide noch etwas Fame zu kassieren. Und diese Trennung sei also abgesprochen gewesen. Dass allerdings Nico tatsächlich so weit geht, wie er gegangen ist, das sei nicht abgesprochen gewesen. Es wurde aber irgendwie jetzt gesagt, es sei also alles ein perfider Plan gewesen. Und da, Leute, da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich werde ja ein Interview noch mit Sarah machen, werde sie auch darauf ansprechen. Ich kann das nicht so richtig glauben, denn es war ja so, dass Nico von seiner Familie, die ja jetzt ihn wieder wunderbar auffängt und protegiert und hypt, verstoßen wurde und Sarah ihn aufgefangen hatte und ihm ein Zuhause gegeben hat, eine Familie gegeben hat und er sozusagen das alles jetzt mit Füßen getreten hat. Was die Wahrheit ist, wir werden es in jedem Fall noch erfahren. Die Wiedersehensshow, da freue ich mich richtig, richtig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Die gibt es demnächst bei RTL Plus zu sehen. Und ich möchte eure Meinung wissen. War das alles geplant? Glaubt ihr, der große Plan sagen, hey, bevor wir uns jetzt einfach ohne Presse trennen, gehen wir zu Temptation und machen nur mal treten einen Skandal los? Ich traue Sarah nicht zu. Wie seht ihr das Ganze? Eure Meinung ist hier jetzt gefragt. Bis dann. Ciao.